Hallöchen, jüdischer Freunde. Endlich immer mal wieder ein Pfeifen-Review auf meinem Kanal. Ist ja schon wieder ein paar Monate her, wo ich das letzte Mal eine Pfeife vorgestellt habe. Aber neues Jahr, das dauert immer ein bisschen. Und jetzt kommen so die neuen Pfeifen auf den Markt. Heute haben wir eine ganz neue Marke sogar auf dem Kanal. Heute haben wir die Adina Hooker Impact. Und hier steht die schöne Pfeife auch schon da. Sie hat einen sehr, sehr besonderen Blow-Off. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Aber was ich vorab sagen will, zu der Pfeife gibt es natürlich wieder einen Gutscheincode. Checkt gerne auch mal dylet.de/codes ab. Da sind alle meine Gutscheincodes. Mit dem Code dylet bekommt ihr derzeit, ist es ein kostenfreies Hygienemundstück dazu mit Band und vorne einem kleinen Mundstück dran. Deswegen checkt auf jeden Fall mal den Gutscheincode dylet ab. Und wie man das Ganze eingeben muss, einfach mal auf dylet.de/codes gucken. Da ist ja auch nochmal abgebildet der Code für die Adina Hooker. Ja, die Adina Hooker ist diese schöne Pfeife, die Impact. So wie sie hier dasteht, kommt in diesem Karton geliefert. Jetzt interessiert uns der Karton erstmal nicht mehr. Dazu haben wir einen Silikonschlauch im Lieferumfang dazu. Vier Nuppels unten für die Bohlen, damit man die nicht immer, wenn man die auf Stein stellt, ist da hier ein bisschen Schutz für die Bohlen. Eine Kopfdichtung ist dazu. Eine Schlauchfeder ist mit dazu, dann ist noch eine Zange dazu und ein Mundstück mit passendem, ich sag mal Sleeve, ne, mit passendem Sleeve, der Hersteller betitelt das auch als Sleeve, mit passendem Sleeve und es sieht ungefähr aus, so wie die raus soll. Man hat oben auch so ein Mundstückteil, das sieht, könnte man sich als Kopfadapter denken und dieses Unterblatt hier, die unter dem Sleeve ist. Und dann haben wir natürlich noch die Shisha an sich. Besondere Teile bei der Shisha ist, wir haben oben keinen Schliffanschluss. Wir haben oben aber, das sieht man relativ selten, eine fusselige, gerade Platte. Ne? Wir sehen hier so eine Metallplatte. Die kann man oben auf den Teller drauflegen. Und wenn man abascht, fällt die Asche da durch und dann liegt die auf dem Teller, in dem Sinne auf den Hauptteller. In dem Sinne ist das wie ein Zwischenteller. Ist eine ganz coole Sache. Ich lege jetzt zwar meine Kohlen nicht mehr auf den Teller ab, aber ich finde das ganz cool, weil das ein bisschen designlich was hermacht, muss ich sagen. Also es hat nicht dieses öde Teller-Design wie immer, sondern es macht designlich ein bisschen was her, wenn man das Ding rauflegt. Wir hatten den Stream schon mal ausgepackt, viele hatten eine Angst, dass das wackelt. Ich sag mal, wenn du jetzt so die Pfeife wackelst, man sieht das ja, man hört das nicht. Also das kann sich bewegen, das Teil, wenn es nicht perfekt gerade ist, aber man muss dazu sagen, jetzt zum Beispiel. Aber man muss dazu sagen, wie oft rüttelt man denn an der Pfeife, wenn sie steht? Gar nicht. Also, das ist halt die Sache. Dann haben wir unten ein Sleeve. Das hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Das werden wir dann im Blow-Off sehen. Denn der Blow-Off kommt unter dem Sleeve so raus. Ne? Deswegen ist das Sleeve da dran. Hier haben wir einmal einen reindrehbaren Anschluss. Auf der einen Seite cool, man hat keinen O-Ring, der kann nicht kaputt gehen. Auf der anderen Seite hält er immer auch immer fest. Das ist auch das Coole, wenn man den reindrehen kann. Eigentlich eine schöne Sache. Dann haben wir hier so eine Ränderung um die Base drum, nochmal so einen kleinen designlichen Aspekt. Übrigens, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir haben übrigens gerade die Farbe Impact Black Shiny Mint. Habe ich hier gerade. Es gibt aber noch die Impact Steel Black Fog. Ich habe in dem Sinne eine mintfarbene Sleeve plus eine anthrazitfarbene Edelstahlpfeife. Also das ganze Pfeife ist aus Edelstahl. Und in dem Sinne ist das Anthrazitfarben, das ist in dem Sinne die Black und die gibt es auch noch einen Stil, denn ist die normale Edelstahlfarbe und das ist dann so wie schwarz so ein bisschen angedeutet. Ich finde es aber so ganz cool, weil ich habe so viele silberne Pfeifen, in dem Sinne so viele Edelstahlpfeifen, edelstahlfarbene Pfeifen und deswegen fand ich die Version eigentlich ganz schick und habe mir die ausgewählt. Unten haben wir dann eine Steckbowl, bei dieser Variante kriegen wir eine schwarze Bowl dazu, bei der anderen kriegen wir dann eine Clear Bowl dazu. Dort können wir das Ding einfach einmal rausziehen. Wie wir sehen, das geht einfacher. Ich will es bloß nicht so doll machen, dass mir hier irgendwas noch durch die Gegend fliegt oder so. Einfach per raus drin. Was Wahnsinn ist, die Pfeife hat ein abgrundtief krasses Gewicht. Ich nehme mal den Teil herunter, nicht, dass die ganze Zeit klappert. Die Pfeife hat ein richtig krasses Gewicht. Alleine die Base ist so massiv verarbeitet und so dickes Material. Also das ist schon ordentlich, das Gewicht. Vor allen Dingen alleine die Base, wir hatten hier im Stream, falls einige sich erinnern, ausgepackt. Wahnsinn, muss ich einfach sagen. Dann das Ganze ist natürlich per Stecksystem, passt auf jede andere Steckbowl. Ich habe es ja schon auf zwei, drei anderen probiert. Klar, ist eigentlich immer universell, ist ein ganz normaler Steckanschluss. Dann haben wir unten ein, ist immer das Witzige, entweder nennt man es Verlängerung oder Verkürzung vom Tauchrohr. Wir können unten das Tauchrohr kürzen bzw. verlängern. Wir können auch mit einem kürzeren Tauchrohr rauchen. Muss aber sagen, dann ist das sehr kurz in der Base. Man hat sehr wenig Raum, denn und den Wasserstand sehr, sehr hoch. Kann aber sein,
dass es dafür gedacht ist, für kleine Bolts, also für kleine Steckbolts. Das kann sein, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber wir können es auch verlängern. Ich habe bisher nur mit der Verlängerung geraucht. Aber da ist sie trotzdem direkt. Was macht eine Verlängerung bzw. eine Verkürzung? Wenn du die Rauchsäule verkürzt, also mit kurzer Rauchsäule rauchst, hast du ein bisschen direkteres Ansprechverhalten, also ein bisschen schnelleres. Und dann haben wir übrigens auch noch einen abschubbaren Diffuser. Das ist auch noch mit dazu. Den können wir unten ganz easy abschrauben. Und ja, von der Verarbeitungstechnik, verarbeitungstechnisch kann ich mich nicht beschweren. Sieht alles gut verarbeitet aus. Alleine diese sehr massive Base. Der Teller ist nicht scharfkantig oder so. Also ist in Ordnung, muss ich sagen. Ist in Ordnung, ist jetzt nicht scheiße, aber man merkt's. Man merkt was, aber es ist jetzt nicht scharf oder so. Der Kopfanschluss ist gut verarbeitet, die Base ist gut verarbeitet, kein Gewinde hat geeiert, kein Gewinde hat gehangen. Die Bowl ist in Ordnung, es ist eine normale, sag ich mal, Black Bowl, eine normale schwarze Bowl. Wenn da natürlich Luftbläschen drin sind, Bowls sind immer handgemacht, gehen schwer maschinell gemacht, da kann der Hersteller natürlich nichts für. Ansonsten bei den Edelstahlteilen, weil die ja gedreht werden, null Probleme. Kann ich mich nicht beschweren. Aber ich würde sagen, keine Zeit verlieren, Wasser einlassen, Kopf bauen und dann rauchen wir mal die Bude. Der Kopf ist an, Freunde, und ich habe natürlich eine Sache vergessen, die habe ich die ganze Zeit dran gedacht und nachdem fällt es mir ein. Die Pfeife ist übrigens 54 cm hoch, man kann es etwas blöd einschätzen, kann ich mir vorstellen. Aber es ist 54 cm hoch, also eine normale Pfeifengröße, so ungefähr. Oben haben wir den ATH Alamut Unix S mit dem Kalaut 1 Plus, 3 Tom Coco Kohlen und wir haben Aquamenta Purple Mango Team drin. Und ja, ich würde sagen, wir testen das Ding mal vom Durchzug und vom Anzug, bevor wir mal, oder vom Ansprechverhalten mit verlängertem Tauchrohr, also in dem Sinne mit normalen Taucher, nicht mit verkürztem Taucher. Und dann kommen wir mal zu dem ganz, ganz wilden Blow-Off. Geht sehr, sehr zeitig los, das Ganze, muss ich sagen. Also du hast, die spricht sehr, sehr schnell an, die Pfeife. Vom Durchzug das Ganze kann sein, dass der gerade ultra heiß ist, der Kopf. Normaler Durchzug, nicht zu leicht, aber auch nicht zu strong, würde ich fast sagen. Es ist so fast wie jede Pfeife mittlerweile, also viele Pfeifen auf dem Markt. Ist nichts Negatives, sondern ich finde ja gut, wenn man sich anpasst und nicht zu leicht macht, aber auch nicht zu hart. Ich finde, das ist wie eine normale Pfeife mit Diffuser. Man muss ein bisschen was machen, aber es ist auch nicht zu leicht. Ich müsste eigentlich mal eine Liste einführen mit Strenge, wie hart, dass man sich das vorstellen kann. Also ich würde eher sagen, das ist so mittelmäßig, so ein bisschen besser als mittelmäßig, weiß ich, wenn 10 ganz leicht ist und 1 ultra schwer, wäre es wahrscheinlich so eine 6 oder so. Also es ist ein bisschen besser als mittelmäßig, wenn ich jetzt aktuelle, wenn alle viele aktuelle Pfeifen die 5 sind und 1 halt, wie gesagt, sehr, sehr hart, ist so eine 6 so ungefähr. Ist in Ordnung vom Durchzug, ist absolut in Ordnung, ist nicht zu leicht, ist ein normaler, klassischer, einfacher Durchzug, wo du leicht was tun musst, leicht, es ist nicht anstrengend zu ziehen, ihr seht das ja an mir. Ist nicht anstrengend, also das einzige anstrengend ist, dass der Kopf ultra heiß ist. Dann, bevor wir zum Blow-Off kommen, ihr blendet mal kurz den Blow-Off aus, gucken wir mal, ob es ein Closed-Chamber-System hat. Ich sage mal so, mit einem längeren Auspuss, mit einem etwas längeren, kriegt man die komplette Bowl vom Rauch befreit, was ich sehr, sehr feier, was sehr, sehr schön ist. Heißt, wir kriegen den kompletten Rauch raus. Nicht so geil gewesen, dass ich ein Licht diesmal so tief weit unten platziert habe, weil ich sehe gerade, man sieht das so ein bisschen in der Kern. Aber kommen wir mal zum Blow-Off der Pfeife. Das ist ja eigentlich so das Highlight bei der Adina Impact. Sie sieht schön aus, auch mit diesem dunklen Design gefällt sie mir echt gut. Auch mit diesem Sleeve, auch mit diesem Einlegeteller. Aber der Blow-Off, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß, ihr schreibt mir wieder 50 Pfeifen, aber mir fällt keine ein, die einen ähnlichen Blow-Off hat, der in der Mitte
der Rauchsäule nach unten weggeht, beziehungsweise nicht mal ab der Mitte, so, sondern so 6 cm so oder 7 cm und ab dort geht es dann schon direkt nach unten, der Ablauf. Mir fällt keiner ein, die sowas ähnliches hat. Klar, gibt es eine KI da von oben, die Dashes von unten oder die Mosberry's 2s von oben, so, also du hast ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber hier, ich habe das glaube ich noch nie gesehen, dass das so ein Stück über der Base direkt wieder nach unten wegpustet, aber pusten wir mal aus. Sehr, sehr schöner Blow-off. Sehr, sehr geil. Ich feiere das vor allen Dingen, wenn das nach unten geht. Klar, viele Pfeifen gehen immer nach oben. Ganz verraucht ja das Zimmer schon wieder. Ich feiere das zwar auch, wenn das nach oben geht, immer bei vielen Pfeifen, aber ich feiere das gerade, weil das kann ich persönlich besser einfangen, anstatt nach oben, weil nach oben fängt hier die weiße Wand an. Oben hat, unten habe ich einen schwarzen Tisch, eine schwarze Couch, da sieht man das viel, viel geiler. Und ich muss sagen, der Blow-off sieht sehr, sehr geil aus. Und das finde ich sehr, sehr schön an der Pfeife, weil in dem Sinne sich nicht, ich werde jetzt nicht sagen, sich Gedanken gemacht wurde, sondern es ist mal wieder was anderes, was man sieht. Das ist nicht dieses klassische nach oben oder klassische von oben nach unten, sondern es fängt so ein Stück über der Base, pustet das Ganze nach unten und finde ich, sieht sehr, sehr schön aus. Ist mal was Eigenes. Lässt sich auch nicht schwer auspusten oder so, sondern ganz normal. Was man nochmal dazu erwähnen kann, was man sich jetzt denken könnte, die Pfeife ist natürlich eine Einschlauchpfeife, du kannst sie nicht auf zwei Anschlüsse erweitern, man hat nur diesen einen Anschluss, dafür hat man einen geilen Blow-off, das heißt, wenn man alleine gerne raucht oder nicht abgeben kann, man müsste abgeben können, wenn man sich eine Pfeife teilen will oder man macht zwei Pfeifen an, dann ist es definitiv eine Wahl, zu zweit rauchen oder zu dritt oder zu viert ist ja leider nicht möglich, nur mit Abgeben des Mundstückes bzw. Teilen. Aber ich sag mal, Einschlauchpfeifen sind ja eh der derzeitige Trend. Eigentlich ist ja der derzeitige Trend cooles Auspusten und Einschlauchpfeifen. Und das trifft die Pfeife, trifft diesen Trend. Und mir gefällt sie sehr, sehr gut. Also sie macht von der Verarbeitung was her. Also von der Verarbeitung geht es auf jeden Fall in Ordnung. Hat einen geilen Blow-off und raucht sich gut. Also ich werde die definitiv auch öfter mal rauchen. Sieht natürlich auch geil aus für Fotos alleine mit diesem Blow-off. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut, das ganze Ding. Ansonsten, woher bekommt man die Pfeife? Wisst ihr, was ich noch nie gemacht habe übrigens? Noch nie eine Kohle, weil ich ja eh gleich eine die Detailaufnahme aufnehme danach immer. Ich habe noch nie eine Kohle hier abgeklopft. Ja, in dem Sinne, die Asche fällt dann da durch. Also man, wenn man die Kohle hier... Natürlich hat auch noch den positiven Vorteil. Schön, dass mir sowas immer am Ende anfällt. Das kann nicht sein. Der Zwischenteller hat natürlich den positiven Effekt, die Asche fällt durch. Den zweiten Effekt, die Kohle geht nicht aus. Weil die Kohle in dem Sinne von unten Luft rankommt und die Kohle nicht in dem Sinne auf einer... Wenn das jetzt die Kohle ist, die liegt nicht auf einer flachen Stelle, sondern da liegt was dazwischen und da kommt Luft von unten ran an die Kohle. Kohle geht nicht aus an der Unterseite. Das hat dieser Zwischenteller noch als Vorteil, wenn man die Kohle darauf ablegt. Da ich aber mittlerweile einen chronischer Kohlekorb-Typ bin, der die mal im Kohlekorb legt, ist das jetzt nicht so die Sache, dass ich jetzt sage, okay, ich brauche das jetzt, aber es sieht schön aus und hat auch eine Funktion. Ne? Die Kohle geht nicht aus und man kann die Asche, dass sie da durchfällt in dem Sinne, ist eine coole Sache. Ansonsten, das Ganze bekommt ihr auf adinahooker.de oder .com, ich glaube auf .de war das Ganze. Auf adinahooker.de mit meinem Code Dödet unterstützt ihr mich natürlich und kriegt derzeit ein kostenfreies Hygienemundstück nochmal dazu zum Raufstecken hier auf das Mundstück. Preislich liegt das ganze Ding bei 189 Euro. Alles, was ich euch gezeigt habe, das heißt Mundstück, Schlauch, Schlauchfeder, Kopfanschlussadapter, Dichtung, Kopfdichtung, unten, damit die Bohle nicht kaputt geht, Zange plus die Pfeife und der Zwischenteller. Kopf, Kalaut, meine Kohlen und mein Schlauch, der jetzt hier dran ist, ich nutze ja immer nie den originalen Schlauch, der dazu ist, ist natürlich nicht dazu, aber ihr bekommt ja ein Mundstück Schlauch und wie gesagt, alles, was ich gerade aufgezählt habe, dazu. Muss man selber entscheiden, ich finde es vom Preislichen, ist es in Ordnung, dass so ein typischer Preis ist für eine Pfeife in der Größe, für eine Pfeife, die das kann, finde ich es eigentlich in Ordnung, muss man aber persönlich selber entscheiden. Ich finde aber, designlich macht sie was her, rauchen tut sie sich in Ordnung, Qualität geht auch in Ordnung, ich finde den Preis persönlich in Ordnung. Ne? Nicht perfekt, ich finde den Preis in Ordnung, geht in Ordnung.
Gut, Freunde, ansonsten, wenn das euch gefallen hat, checkt dylle.de/kurz für meine Gutscheincodes. Da steht auch dieser Code mit drin und wie der ganze Code funktioniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch, meine Freunde. Jetzt werden wir nochmal zweimal auspusten hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.